Boston 46ers.tv, das Basketballmagazin, präsentiert von Media Tools. Schon vor dem ersten Spiel der Halbfinalserie waren die Rollen klar verteilt. Göttingen als Tabellenerster der regulären Saison absoluter Favorit. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass die 46ers mit einem 0:1 Rückstand ins Heimspiel gegen die Niedersachsen gingen. Zu Hause in der Osthalle, die sich in den Playoffs zur Festung entwickelt hat, sollte jetzt der Ausgleich fallen. Herber Rückschlag allerdings der Ausfall von Miles Hessen. Der Brite hatte sich in Göttingen den großen Zeh ausgekugelt. Der Start in die Partie denkbar ungünstig aus Gießener Sicht. Mit ihrer aggressiven Spielweise gingen die Gäste schnell mit 8:0 in Führung. Harper Camp mit dem Korbleger. Erst beim Stand von 14:1 konnten die 46ers die ersten Punkte aus dem Feld markieren. Ciano Anje tippt ihn rein. Die Gießener hatten die Anfangsphase völlig verschlafen. Selten waren die Hausherren so wach wie in dieser Szene. Der Kapitän Yoshi Saibu, der sich den Offensivrebound schnappt und zum 7:18 verkürzt. Denn es waren immer wieder die Göttinger, die mehr Willen und Entschlossenheit an den Tag legten. Mallet aus der Distanz. Das erste Viertel ging mit 29:10 an die Gäste. Der zweite Abschnitt begann aus Gießener Sicht verheißungsvoll. Lischka mit den ersten Punkten. Anschließend dribbelt sich der wuselige Bennett durch. Die 46ers fanden jetzt offensiv deutlich besser ins Spiel. Was die Göttinger jedoch nicht aus der Ruhe brachte, Dominik Spohr trifft den Dreier. Der Ex-Gießener mit insgesamt 13 Punkten an seiner alten Wirkungsstätte. Vor den Augen des ehemaligen Bundestrainers Dirk Bauermann waren es aber die 46ers, die jetzt nochmal Morgenluft witterten. Der starke DiLio auf Chubb und der schraubt weitere Punkte auf das Gießener Konto. Zur Halbzeit sah die Welt schon besser aus, nur noch 31:43 aus Sicht der Mittelhessen. Und auch nach der Pause stimmten Kampf und Einsatz bei der Truppe von Chefcoach Dennis Wucherer. Saibu mit schöner Körpertäuschung und zwei weiteren seiner insgesamt 14 Punkte an diesem Abend. Gießen versuchte weiterhin alles, um den Rückstand zu verkürzen. Mit 49:60 ging es ins letzte Viertel. Und hier war es TJ DiLio, der den Rückstand wieder in den einstelligen Bereich drückte. Gießen nur noch 9 Punkte hinten, kämpfte wacker. Aber Göttingen hatte stets eine passende Antwort parat. Grimaldi mit klasse Zuspiel auf Camp und diese Chance lässt sich der US-Amerikaner nicht nehmen. Während die 46ers es jetzt verpassten, weiter zu verkürzen, trafen die Göttinger weiter konstant ihre Würfe. Mallet zum 68:53 für die Niedersachsen. Zwar gaben sich die 46ers, angetrieben von mehr als 2.500 Fans, nicht geschlagen. Saibu hier nochmal mit dem Rebound und Punkten. Doch trotz einer großen Portion Herz und Leidenschaft sollte es am Ende nicht reichen. Gießen verliert auch das zweite Spiel der Serie mit 65:74 und steht jetzt am Freitag mit dem Rücken zur Wand. In Göttingen könnte bereits die Entscheidung fallen. Ich glaube, wie im ersten Spiel sind wir schlecht gestartet. Das war eigentlich der Hauptgrund. Wir haben uns dann wieder gut zurückgekämpft, aber ist natürlich schwer, vom 20-Punkte-Rückstand zurückzukommen im ersten Viertel. Dann das Ganze auch noch ohne Miles. Benny war am Ende ausgefault. Hätten wir besser gestartet, hätten wir das Spiel heute auch gewinnen können. Also heute, muss ich ganz ehrlich gestehen, war sehr viel Dusel mit dabei. Wir haben sehr stark angefangen wieder und dann aber auch dementsprechend stark nachgelassen. Dass es nochmal eine richtig knappe Partie geworden ist. Und heute sind wir einfach nur der glücklichere Gewinner gewesen. Gießen 46ers TV, das Basketballmagazin. Präsentiert von Media Tools.